Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Und den Händler, den haben wir schon hinter uns gebracht. Ist jetzt der 16.11.2018? Oder was hat das dazu bedeuten? Oder? Naja, ach, ist egal. So, wo geht's denn jetzt für uns lang? Hier, ne? Also die Tatsache, dass da oben jetzt einer steht, suggeriert mir, du musst hier lang. Und, das sieht mit der Munition inzwischen wieder so verdammt mau aus. Was ich allerdings auch, an Resident Evil wirklich immer schade finde, ist, dass die Teile meistens sehr, sehr gut anfangen. Und dann irgendwie so völlig maßlos übertreiben, weißt du? Also so wie hier zum Beispiel mit irgendwelchen abnormen Zombies jetzt, die dann scheinbar irgendein Genexperiment sind oder sowas, weißt du? Das hast du in Resident Evil irgendwie laufen, dass das dann leider völlig ausufert und eigentlich mehr nur noch in Richtung Action als irgendwo klassischer Horror irgendwo geht oder typischer Zombie irgendwas, weißt du? Einfach wirklich nur noch Ungeballer. Oder irgendwelche abströsen, monströsen, abnormalen Monsterviecher. Wo geht's denn da lang? Eh nicht durch für uns. Wollen wir mal testen? Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Woher dieser Mensch nur diese Kombinationsgabe besitzt, ist unglaublich. Reingucken, öffnen. Handgranate, die nehmen wir. Ach, wir kriegen jetzt wahrscheinlich wieder tierisch einen auf den Deckel oder so. Nachdem dieser Mensch, oder Zombie eher, fast ein ganzes Magazin in den Körper geballert bekommen hat, platzt sein Kopf. Dosen und Gläser, alles haltbar, erinnert mich an meine Militärzeit. Wow. Unglaublich. Ganze 10 Schuss für die Schrotflinte. Ja, lecker. Wieder eine Szenerie, die mich so ein bisschen an Resident Evil 7 erinnert. Oh, ich bin gerade erschrocken. Da rechnest du ja nicht mit, ne? Also, dass da einer aus dem Ofen gestürmt kommt. Okay, wir kommen näher. Wir fressen mal noch so ein Kraut. Sicher ist sicher und schnappen uns einfach mal die Striker, weil sicherer ist einfach sicherer. Was bist du denn für ein widerlicher Lappen, Alter? Und ich glaube, da wartet noch ein zweiter links. Der hinüber, der ist hinüber.
Er hat nicht mitgezählt, wie viel er jetzt... Da kannst du mal stark von ausgehen, dass wir da runter müssen, bevor wir durch die Tür können, wa? Aber da geht's dann eher zu Ashley. Will ich eigentlich noch gar nicht. Denn dann gehen wir schon voll auf Risiko. Boah, Alter, hier sind ja... Oh Scheiße, eine Sackgasse. Wer hätte das gedacht? Es ist so schön, ich will hier weg. Leck mich doch am Sack. Ich hoffe, wir haben die genug angetriggert, dass die hier wirklich... Pass mal auf. Hallo, ich hab doch ausgerüstet. Was soll das? Shit. Passt mir gar nicht. Ich hätte eigentlich ja lieber, dass der Dicke... Na komm. Was, wie viel die inzwischen einstecken, Alter. Dann ich... Ups. Ach, der Hoshi mit seiner... Armbrust. Alter, war das knapp. Gut, da kommt zum Glück nichts raus. Den erledigen wir jetzt auch schnell fix mit da. So. Wir haben hier unten jetzt einiges an Munition verbraten. Wer weiß, siehst du, was ist das? Du erhältst roter Stein des Glaubens. Siehst du, ein paar Schätze sind hier dann wohl doch prüfen. Was haben die denn hier gegessen? Naja, ist undefinierbar für uns. Ach, halt die Schnauze, Ashley. Wir sind ja fast da. Hörst du doch. Mensch, wir sind beschäftigt. Der Rumgekreische macht uns das jetzt nicht gerade einfacher. Ich hab einen Schluck auf. Help me, Leon. Leon kommt gleich gar nicht mehr, wenn du so weitermachst. Erzogene Göre. Wie egoistisch auch. Hilf mir! Dass hier vielleicht auch andere sind, die unsere Hilfe brauchen. Nur ein Kontrollraum. Das für ein Porno. Oh, die wissen wohl, dass wir da sind. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you.
Gut. Oder auch nicht. Warum auch immer er da jetzt hingespawnt ist. Oder warum er jetzt die Karte geöffnet hat. Wir haben die Kamera ausgestellt. Ja, das ist jetzt natürlich eine unfeine Sache, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah, guck mal, da ist noch ein Händler. Da gibt es dann auch noch ein Minigame. Guck mal, hier ist so viel Munition. Keine Streitmaschine. Im nächsten Raum. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich auch mal erstmal wieder hinkämpfen, wa? Mal gucken. Warte mal. Bevor wir jetzt, zack. Wollen wir Bums kombinieren mit der Meats? Ah! Versuchen Goldlux-Statue mit einem Stein. Goldlux R. Steht das R für rar oder so? Oder rare? Oder? Ja. What are you selling? Haben wir was? Ja, die Smaragde, die können wir jetzt wohl verkaufen. Thank you. Und Goldlux behalten wir noch. What are you buying? Eine Kugel. Es gibt eine kugelsichere Weste? Mit dieser Weste fühlen sie sich sicher. 30% weniger Schaden. Aber 60.000 Ocken, ne? Selbst wenn wir jetzt die Katze verkaufen würden, also diesen Goldlux, hätten wir nicht genug. Ja, würden uns knapp 4.000 fehlen. What are you buying? Jetzt will ich diese scheiß schutzsichere Weste, ohne Scheiß. Kriegen wir Geld her. Ich meine, diese Weste, die wird es jetzt nicht umsonst geben, ne? Normalerweise müssen wir da jetzt hin. Sollten da drinnen knallen. Ich habe jetzt Angst, dass wenn wir da durchgehen, dass wir nicht mehr zurückkommen. Versuchen. Welcome. Wie in dem, Spieltyp, was? Ach, ist ja nicht die automatische, wie ekelhaft.
Ich bin jetzt wohl nicht der Beste daran, wa? Preis verliehen. Treffer 42 von 25 Punkte 1100. Anzahl der Preise 1. Wollen wir mal die Waffen wechseln? Reden, was willst du? Waffen wechseln. Könnte vielleicht ein bisschen leichter werden. Preise 3, 25, 25. Ja, aber ich glaube irgendwie, naja, ist egal. B? Gut, was macht jetzt B? So, ahaha, Ashley ist hier mit drinne. Ups. War jetzt nicht so prall, weil Ashley Punkte 0. Da kriegst du jetzt mal 1000 Punkte Abzug, weil du Ashley getroffen hast, ne? C, was ist jetzt C? Ja, wie mies, Alter, komm. Ja. Spiel beenden. So, also nur das hier. Sie haben 3 Kronkorken gewonnen. Für dieses Spiel muss ich die Waffen... Nee, ich würde gerne... Können wir die Kronkorken jetzt nicht irgendwie gegen Preise eintauschen oder sowas? Oder gegen Geld oder so? Ich glaube, hier gibt es auch die Kostüme dann, ne? Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier gibt es die Kostüme. Und ich habe da noch eine Befürchtung, dass wir, wenn wir die kugelsichere Weste haben, die noch ins Inventar legen müssen und wir gar keinen Platz dafür haben hier. Das ist dann auch noch wieder so eine Sache. Das heißt, es geht mal wieder so ein bisschen ans Aufräumen. Warte mal, die können wir ja X nachladen. Zack. Was ist denn die Festplatte schon wieder so laut heute? So. Jede Menge Handgranaten. Können wir eigentlich, können wir da 3 von verkaufen? Was meinst du? Nochmal nachladen. Zack.
Könnte eventuell hier hinpassen, wenn die nur zwei braucht oder sowas. Ich nehme an, die braucht dreimal drei Felder. Also. Bei 3x4 könnte ich mir auch vorstellen. Also auf, wir gehen mal. Got some rare things on. What are you selling? Is that all? Also selbst dann würden uns immer noch 1000 fehlen. Und ich möchte auch keine Waffen oder irgendwie sowas verkaufen, weil das ist Zeug, das ist alles wertvoll. What are you selling? Pass mal auf, ja. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Ist der jetzt für unser clever 1000? Is that all? Scheißegal. What are you buying? Is that all? Thank you. Wohl A gekauft. What are you buying? Kann man die denn auch tunen, die Weste? Nee. Ah, aber er trägt sie jetzt. Er hat sie am Körper. Okay. Gut, da wir immer noch nicht bei der Schreibmaschine waren. Wenn wir da noch irgendwo irgendwie durch müssen. Trotzwirk Brech. Sind wir auch noch nicht am Ende der Folge? Ich lasse jetzt einfach mal MP ausgerüstet. Was? Los, geh auf. Wieso geht die jetzt nicht auf? Was ist das für ein blöder Scheiß? Junge, 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 Junge. Können wir das öffnen? Ja. Ach, deswegen hier. Er hat uns denn hier wohl gesehen und dann das Ding immer bedient. Also, gut, dann soll es auch für diese Folge gewesen sein. Fast 25 Minuten, na komm, es ist doch was, ne? Das gefällt uns allen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bleibt dran, bis dahin. Lasst euch nicht beißen. Tschüssi.